Grüezi und herzlich willkommen zur Vorstellung der neuen Funktion Video-Interview in Duaru. Mein Name ist Tamara Getzi und ich freue mich, Ihnen unsere neueste Funktion, das Video-Meeting, direkt auch als Video vorzustellen. Wir sehen uns die technischen Anforderungen an. Ich zeige Ihnen zwei Möglichkeiten, wie Sie Video-Meetings mit Duaru direkt in Ihren Rekrutierungsprozess integrieren können. Und danach werde ich Ihnen das Video-Interview direkt anhand eines Beispiels zeigen. Bei den Video-Meetings in Duaru handelt es sich um Echtzeit-Videos, welche also live stattfinden. Die Videounterhaltungen werden nicht aufgezeichnet oder gespeichert. Die Videos können genutzt werden für die Durchführung von Vorstellungsgesprächen, für ein erstes Screening oder auch einfach als Online-Video-Variante für jegliche Prozessschritte Ihres Rekrutierungsprozesses. Die technischen Anforderungen für Sie als Rekruter und auch für die Bewerbenden sind minim. Sie benötigen lediglich Zugriff auf ein Mikrofon und eine Kamera. Wenn Sie das Videomeeting am Computer durchführen, nutzen Sie dafür den Google Chrome Browser oder die aktuellste Version des Edge. Sie haben aber auch die Möglichkeit, das Videomeeting am Handy abzuhalten. Dafür müssen Sie die entsprechende App installieren. Detaillierte Informationen zu den technischen Anforderungen und auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung über das erfolgreiche Login ins Videomeeting finden Sie auch im Hilfeartikel, welcher hier eingeblendet ist. Dieser wird auch mitversendet bei der Einladung an die Kandidaten. So, nun befinden wir uns direkt im Cockpit von Duaru. Und ich zeige Ihnen, wie man das Video-Interview als neuen Prozessschritt einfügen kann. Ich gehe dafür in die Einstellungen, in den Bewerbungsprozess und füge hier wie gewohnt einen neuen Prozessschritt hinzu. Hier gibt es nun aber eine weitere Option, und zwar das Video-Interview. Ich wähle dieses aus und schiebe es über die Pfeile wie gewohnt an den gewünschten Platz, wann ich das Video-Interview generell durchführen möchte. Füge die gewünschte E-Mail-Vorlage hinzu. Wir haben für Sie wie gewohnt einen Best Practice erstellt und bereits im Duaru für Sie hinterlegt. Das ist die Variante 1, wie ich ein Video-Interview durchführen kann. Die zweite Variante zeige ich Ihnen auch direkt. Und zwar kann ich jeglichen Prozessschritt direkt auch als Video-Interview durchführen. Sprich, ich könnte mein normales Vorstellungsgespräch, welches ich im Normalfall physisch abhalte, eine weitere Vorlage hinzufügen, die Einladung als Video für das Vorstellungsgespräch. Hier habe ich jetzt einfach bereits vorbereitet in den Vorlagen den entsprechenden Platzhalter hinzugefügt, die Video-Meeting-URL. Das heißt, diesen Platzhalter können Sie in jedem Prozessschritt integrieren. Nun wechsle ich ins Dossier, und zwar zum Dossier von Daniela Zwicker, denn diese Kandidatin hat mich mit ihrer Bewerbung überzeugt und auch die Linie. Dementsprechend gehe ich hier zum nächsten Schritt und wähle nun das Video-Interview, welches ich zuvor hinzugefügt habe, aus. Ich gebe wie gewohnt den entsprechenden Zeitraum ein und dann versende ich die Einladung intern, zudem auch noch an meine Linie, an Hans-Peter. Und in dieser Kalendereinladung ist neu direkt der Link generiert worden für den Einstieg ins Video-Meeting. Des Weiteren sende ich dieses E-Mail auch an die Kandidatin, wo sich hier ebenfalls der Link für das Video befindet. Zudem auch Kurzübersicht für die Systemanforderungen und auch der detaillierte Hilfeartikel. Nun wollen wir uns direkt mal ansehen, wie das Video-Interview in echt ablaufen könnte. Ich gehe dafür auf den Link ins
Videomeeting. Automatisch wird das Video gestartet, da ich bereits einmal Video und also Kamera und Mikrofon zugelassen habe. Hier sieht man jetzt bereits mein Bild. Solange ich alleine im Videomeeting bin, ist dies entsprechend mein eigenes Bild. Und nun kann ich auf die Kandidatin warten. So, da kommt sie nun. Grüezi, Frau Zwickau, wie geht's Ihnen? Grüezi, Frau Götzi. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Mir geht's gut, danke. Und Ihnen? Vielen Dank für die Nachfrage. Ja, mir geht's ebenfalls gut. Und ich bin ganz gespannt, Sie jetzt kennenzulernen. Nach diesem kurzen Videoplausch verabschieden wir uns von Frau Zwickau und ich schalte meine Kamera jetzt ebenfalls aus. Nun zeige ich Ihnen also noch einige Funktionen des Videomeetings. Zum einen könnten Sie hier Ihren Bildschirm freigeben. Es gibt eine Funktion zum Handerheben, also um sich zu melden, wenn beispielsweise mehrere Teilnehmende im Gespräch sind. Es gibt einen Chat, welchen Sie nutzen können. Und Sie haben die Möglichkeit, ich schließe diesen nun hier kurz, Sie haben die Möglichkeit, Ihr Mikrofon beispielsweise zu testen. Das heißt, sobald es hier anzeigt, sehen Sie, es funktioniert und können sich somit auch im Vorfeld vorbereiten. Generell können Sie hier natürlich auch stumm schalten, Kamera ausschalten oder einschalten und den Videocall hier beenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Testen der neuen Funktion Videomeeting.